Hey Leute, ich will heute mal ganz kurz ein Thema anschneiden, das mir doch sehr wichtig ist. Und da geht's um euren Freundeskreis. Lasst uns doch mal drüber reden. Folgendes nämlich. Eure Freunde, eure Bekannten und so weiter beeinflussen euch. Ihr seid nämlich in der Regel der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen ihr euch am meisten umgebt. Eure Freunde werden ungefähr ziemlich genau so viel, plus minus 20%, sagt man, verdienen wie ihr. Die werden ungefähr gleiche Interessen, gleiche Hobbys haben, gleiche Einstellungen. Deshalb sind es auch eure Freunde. So, was jetzt aber, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen abnehmen wollt, ihr wollt mehr Sport machen, aber eure Freunde sind so Leute, die den ganzen Tag auf der Couch sitzen, Chips futtern, so diese typischen Leute halt, die wenig Sport machen. Dann werdet ihr natürlich auch wenig Sport machen, denn immer wenn ihr rausgehen wollt zum Sport, werden die sagen, nee, komm, lass uns doch noch einen Film anschauen, lass uns doch noch gemütlich hier ein bisschen rumsitzen. So, da werdet ihr natürlich nicht weiterkommen. Aber seht's mal anders, wenn ihr jetzt einen Freundeskreis hättet, mit ganz vielen sportlichen Leuten, die Bock haben auf Fahrradfahren, auf Skateboarden, auf was weiß ich, dann wird's doch einfach fallen, weil dann würdet ihr keinen haben, der sagt, komm, lass auf die Couch hocken. Dann hättet ihr Leute, die sagen, hey komm, lass uns noch eine Stunde abends Rad fahren, lass uns noch irgendwas machen. So würdet ihr euer Ziel ja natürlich viel, viel leichter erreichen. Logisch, oder? Und genau deshalb sage ich immer, sucht euch Freunde, die ähnlich sind oder beziehungsweise die schon da sind, wo ihr hin wollt. Sucht euch Leute, die motiviert sind zum Beispiel, die ähnliche Ziele haben wie ihr, mit denen ihr den Weg gemeinsam gehen könnt, euch gemeinsam aufbauen könnt, gemeinsam unterstützen könnt. Euer Umfeld ist extrem wichtig. Und deshalb achtet auf jeden Fall drauf. Das war nur mal ein Quick-Tipp von mir und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, könntet ihr natürlich ein Abo dalassen oder ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, ist auch kein Problem. Wir sehen uns die Tage wieder. Ciao.